Der Meeresspiegel sinkt, die Luft wird schmutziger und die Sommer wärmer. Dass das die Folgen eines schwerwiegenden Klimawandels sind, dürfte mittlerweile allen klar sein. Eine große Rolle spielt hierbei unser privater Stromverbrauch. Ob wir herkömmliche oder nachhaltige Energiequellen für unsere Haushalte nutzen, hat größere Auswirkungen auf unser Klima, als viele von uns vermuten würden. Wir sind durch die Straßen Münsters gelaufen und haben Passantinnen gefragt, wie realistisch sie die Erfüllung der Klimaziele 2030 einschätzen und für wie wichtig sie erneuerbare Energien in den Zusammenhang halten. Zuerst wollten wir wissen, wie nachhaltig die Befragten ihren persönlichen Energieverbrauch beurteilen würden. Wir versuchen in unserem Haushalt einfach so wenig wie möglich Strom zu verbrauchen, sonst machen wir eigentlich nichts bis auf Ökostrom, wenn er denn soweit Ökostrom ist. Schwer zu sagen. Da ich tatsächlich kein Auto oder ähnliches fahre, wir achten natürlich zu Hause schon auch drauf, dass wir da nachhaltige Energie haben, haben dementsprechend damals auch unsere Stromanbieter darauf angepasst. Von der Skala von 1 bis 10, so bei 7. Ja, ich glaube, in den letzten Jahren auf jeden Fall schon nachhaltiger geworden so, weil wenn man auch so ein bisschen einfach aufmerksamer da ist und ein bisschen bewusster damit umgeht, einfach auch mehr Zug fährt und so. Aber zu Hause ist der trotzdem noch relativ hoch, glaube ich. Vielleicht ein bisschen nachhaltig. Wir haben hier ein Haus mit einer Luft-Wärmepumpe und haben halt keine fossilen Brennstoffe, die wir verheizen. Ansonsten, ja gut, wir fahren mit dem Auto, aber auch Fahrrad. Dadurch, dass ich zu Hause 100% Ökostrom habe und viel Rad fahre, würde ich von mir behaupten, dass ich durchaus sehr ökolastig Strom beziehe. Anschließend suchen wir mit den Passantinnen nach Möglichkeiten, um den eigenen Energieverbrauch zu senken. Zurzeit sind wir auch, ich wohne in einer WG, im Streit mit unserer Hausverwaltung, dass wir doch, oder dass doch bitte was an unserer Isolierung gemacht werden soll. Das wäre, glaube ich, schon mal ein großer Gewinn, grundsätzlich, dass in der Haushaltsenergie mehr gemacht wird und auch mehr gefördert wird in Deutschland. Was man aber ganz gut schon miterlebt, ist zum Beispiel mit den Elektroautos und so, dass das schon einen großen Boom macht. Das kann auf jeden Fall noch besser werden, aber Deutschland ist da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg hin. Und wenn sich auch die Bürger dementsprechend zu der Wende anpassen würden, wäre das schon optimal. Naja, der Umschwenk auf erneuerbare Energien, wenn man den zu Hause bezieht, ist auf jeden Fall erstmal ein Punkt, der gemacht werden muss. Und ansonsten halt irgendwie auf öffentliche Verkehrsmittel setzen und sich natürlich dann auch, soweit es geht, halt mit Fahrrad, zu Fuß etc. bewegen. Ein Elektroauto irgendwann mal anschaffen. Ja, vielleicht darauf achten, dass man das Licht öfter aufmacht. LEDs einbauen, auch sehr wichtig. Vielleicht mal einen neuen Kühlschrank, der ist schon ein paar Jahre alt. Einfach keinen Strom benutzen. Es ist schwierig, zu übermäßigen Strom zu steigern, indem man auch permanent das Handy anmacht und solche Sachen. Die EU hat die Klimaziele bis 2030 fest im Blick. Doch wie viel Vertrauen stecken die BewohnerInnen in die Regierung, wenn es darum geht, diese Ziele zu realisieren? Befragte betiteln diese Frage als schwierig. Zusätzlich macht sich ein vermehrtes Misstrauen in die Klimaziele bis 2030 breit. Ja, gute Frage. Also ich würde die Auto- und die Kohle-Lobby einfach zu groß einschätzen, als dass das in Deutschland die andere Seite, nämlich die erneuerbaren Energien und sowas großartig Gewicht haben. Da sehe ich, glaube ich, jetzt keine großen Chancen, dass die das schaffen irgendwie. Das ist mir alles zu lahm, was da abgeht. Und nicht konsequent genug. Viel schwer einzuschätzen. Ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem relativ guten Weg. Aber man muss, glaube ich, trotzdem konstant sich daran erinnern und echt dranbleiben am Ball. Und echt immer hinterfragen, ob das auch echt irgendwie realisierbar ist. Spannend, da ja jetzt ja auch im September die Wahlen anstehen. Ich glaube, davon ist sehr viel abhängig. Es ist schwierig. Also sie hören nicht auf die Wissenschaft scheinbar, die ja schon vor vielen Jahren davor gewarnt oder haben ja schon angemerkt, dass sich zwingend was ändern muss. Ich hoffe, dass sie es schaffen werden, was ich nicht glaube, allerdings. Eine nachhaltige Energiegewinnung ist auch die Aufgabe der Stadt. Wie gut ist Münster auf die Energiewende vorbereitet? Hier stehen ja genug Windräder in der Landschaft rum. Wärmepumpen werden jetzt mehrfach vermehrt eingebaut in Häusern. Wenn man sich im Münsterland mal umguckt, vor allem in den Bauernschaften stehen ja sehr viele Windkraftwerke. Solarplatten sind auch meiner Meinung nach relativ viel vertreten. Bauern haben ja auch irgendwann dann gecheckt, dass man da auch gut Geld mit verdienen kann und auch alle ihre Scheunen und sowas voll gekleistert. Also wenn man sich in Münsterland umguckt, ist da auf jeden Fall schon was zu holen. Da ich halt mitten in der Stadt wohne, ist es halt sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, für uns wäre schon ein großer Gewinn, dass an unserer Isolierung einfach was gemacht wird, weil dadurch einfach sehr viel Energie eingespart werden kann. Wie gesagt, bei uns auf dem Land, da ist viel Windenergie, da viel benutzt, auch echt jetzt viel noch neu gebaut. Und jetzt kommt auch immer mehr Solar dazu. Windkraft wird am meisten erwähnt, Solarenergie scheint jedoch noch ausbaufähig zu sein.
Doch wie wichtig sind diese neuen Methoden für die Energiewende wirklich? Es muss einfach gemacht werden. So. Und ich glaube, wenn man das aktiv lebt oder sieht und dann erlebt, ziehen auch die anderen mit. Wenn das echt mit einem guten Plan durchgesetzt wird und nicht einfach so jetzt für spontan, so einfach, weil es jetzt gerade passt, so, sondern echt langfristig, auch nachhaltig, wenn die nachhaltig eingesetzt werden, denke ich schon, dass das gut funktionieren kann. Ist halt immer eine Kontroverse mit den Windkraftanlagen. Die einen finden es gut, die anderen stören in der Landschaft. Ich persönlich sehe jetzt hier keine rumstehen, andere wohnen direkt daneben und finden es halt nicht gut, und da muss man irgendwie eine Lösung für finden. Ich sag mal, die Vorgabe ist ja da. Nur das Beantragen und das Ausführen von Solarzellen im Privatbereich halte ich noch für sehr schwierig, viel zu teuer. Also ich finde, man müsste es deutlich vereinfachen und günstiger halten. Wenn keiner damit anfängt, haben erneuerbare Energien es schwer, sich durchzusetzen. Zusätzlich müssen neue und bessere Konzepte ausgearbeitet werden, damit zum Beispiel Windräder keine Belästigung für BewohnerInnen in unmittelbarer Nähe darstellen. Abschließend fragen wir nach, ob sich die Befragten schon mal mit dem Thema nachhaltige Energie befasst haben und was sie dazu sagen können. Für mich war das immer relativ intuitiv, sage ich mal. Vielleicht liegt das daran, dass ich zu der Generation gehöre, die das auch in erster Linie halt großartig beeinflusst, weil unser gesamtes zukünftiges Leben davon abhängt. Und ansonsten, Münster ist halt einfach eine Stadt, wo man gut Radfahren kann. Meine Lage ermöglicht das auch. Ja, ich bin positiv gestimmt und stehe da auch voll hinter. Ja, einfach umweltfreundlich zu denken. Sei es auch, dass man, wenn man jetzt groß irgendwie unterwegs ist, dass man in Bahn steigt, Flugzeugrouten vermeidet oder halt auch so gut es geht eigentlich, oder grundsätzlich hier in Münster zumindest, das bietet sich ja hier in der Stadt an, mit dem Fahrrad unterwegs ist. Also spricht für mich nichts dagegen, nur mit dem Fahrrad aktiv zu sein. Da gibt es genug Möglichkeiten, alles damit bewältigen zu können. Ehrlich gesagt wenig, weil man im Privatbereich wenig machen oder ausrichten kann. Es gibt wenig Öffentlichkeitsarbeit, habe ich so das Gefühl. Und ich habe mich eigentlich wenig damit befasst. Ja, ich habe mich damit befasst, als wir unser Haus gebaut haben vor 16 Jahren. Dann haben wir uns halt für eine Wärmepumpe entschieden. In den letzten Jahren immer mehr. Einfach, man wird auch immer mehr durch die Medien darauf aufmerksam gemacht. Auch vor allen Dingen halt, wenn es darum geht, zu Hause, was man da machen kann. Auch wenn in Deutschland schon viele nachhaltige Energiequellen genutzt werden, sind wir von dem Klimaziel 2030 weiter entfernt, als wir es uns leisten können. In der Bevölkerung ist ein großes Interesse an klimafreundlichen Energiequellen erkennbar. Jetzt liegt es an der Regierung, die vorhandenen Möglichkeiten im Alltag der Menschen zu etablieren. Auch wenn uns das vor einer der größten Herausforderungen unserer Generation stellt, müssen wir die Energiewende so schnell wie möglich realisieren. Dieser Weg beginnt bei uns zu Hause mit Solarzellen auf der Garage oder ein Fahrrad, das täglich genutzt wird, und endet erst, wenn wir unseren gesamten Stromverbrauch mit nachhaltigen Energien decken können. Dabei haben wir leider nicht die Zeit, um auf die Regierung zu warten. Es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns.